Nun geht es bei Topfgucker TV ja gar nicht so sehr um die Produkte als solche, sondern mehr ums Kochen, ums Anwenden, ums lebendig Verwerten sozusagen oder lebendig Gebrauchen. Und natürlich ist Käse auch ein ganz großartiges Element, um damit zu kochen. Verschiedene Sachen sind uns geläufig, dass man Croton-Champignol einfach in Speckscheiben oder in Schinken einwickelt, den brät, dann ein bisschen Honig verfeinert, dass man einen Munsterkäse nimmt und da, man kann einfach auf ein Weißbrot nehmen, ein bisschen gratinieren. Vacheron Mont d'Or, einer der bekanntesten Winterkäse, die es gibt, da einfach kleine Kartoffelstückchen reingelegt, in einem Ofen erwärmt. Also auch beim Käse gibt es unglaublich viele Verwendungsmöglichkeiten. Manch einer mag vielleicht sagen, aber es ist doch so schade, so einen wertvollen, so einen großartigen Rohmilchkäse und man kocht damit. Aber letztlich gilt ja beim Kochen, das gesamte Produkt kann nur so gut sein wie jedes einzelne Element. Und somit würde ich auch da beim Käse nicht sparen. Und manchmal kann man mit der entsprechenden Verwertung des Käses etwas noch Großartigeres daraus gewinnen. Das ist ein Trappe à la Liqueur de Noir. Das ist ein Käse, der wird mit Walnusslikör und Walnussöl abgewaschen. Dadurch hat es eine ganz intensive Walnussaromatik. Und da im Gegenzug haben wir einen Ziegenkäse, einen Trüff. Der sieht aus wie ein Trüffel, deswegen heißt er so. Also der hat nichts mit Trüffel zu tun. Und der grobe Unterschied bei beiden ist, dass wir auf der einen Seite einen pasteurisierten Käse oder einen Käse aus pasteurisierter Milch haben, einen sogenannten mehr oder weniger Industriekäse. Und auf der anderen Seite haben wir einen Rohmilchkäse, also einen Käse, wo die Milch vorher nicht behandelt wurde. Und was da der große Unterschied ist, das erzähle ich gleich. Neben meiner großen Passion und Leidenschaft, dem Wein, habe ich mich vor 15 Jahren dazu entschlossen, so mein Zweitleben dem Käse zu widmen. Und wir versuchen Käse hier in einer ganz, ganz besonderen Art, Form und Weise zu präsentieren. Und unsere eigentlich wichtigste Entscheidung damals war, dass wir uns für Rohmilchkäse entschieden haben, die wir zumeist aus Frankreich beziehen. Gibt es auch in Deutschland, in Spanien, in Italien, also allein Europa hat eine so großartige Käsevielfalt. Und wir wollten so einen Schwerpunkt setzen, haben uns auf diese eigentlich große Käselandschaft Frankreich gestürzt. Allein in Frankreich gibt es ja 600 verschiedene Käse. Die meisten davon stammen von kleinen Bauern, werden in Handarbeit produziert, eben als Rohmilchkäse. Der große Unterschied eigentlich bei beiden, und ich habe das letzte Mal mit diesen beiden Gesellen schon versucht darzustellen. Wir haben auf der einen Seite hier jetzt einen Ziegenkäse, einen Rohmilchkäse und auf der anderen Seite einen aus pasteurisierter Milch, Industriekäse, der eben industriell gefertigt wurde. Und bei den Rohmilchkäsen ist eigentlich das Allerwichtigste, dass diese Käse noch lebendig sind, dass diese Käse nicht aus erhitzter Milch produziert werden, sondern in ihrer Natürlichkeit gleich weiterverarbeitet werden. Das geht oftmals nur in ganz, ganz kleinen Produktionen bei kleinen Bauern, weil die Milch natürlich jeden Tag anders ist. Und bei diesen Rohmilchkäsen merkt man auch ganz gravierend, dass jeder Käse anders ist, was natürlich nicht in unsere genormte Gesellschaft hineinpasst, aber was eine ganz eigene Geschmackswelt und Philosophie darstellt. Das Besondere bei Rohmilchkäsen ist, finde ich, dass man sie gleich erkennen kann. Wenn man am Käse riecht, dann riecht man, ob der lebendig ist oder ob er in dem Sinne tot ist. Das ist nämlich so ein bisschen der Nachteil bei den industrialisierten Käsen. Die Milch wird erhitzt, manchmal auf 65 oder 72 Grad. Sie kann ultra hoch erhitzt werden auf 140 Grad. Und das einfach mit der Begründung, dass man einen Qualitätsstandard leben kann und dass man eben eine immer gleiche Milch bekommt, die man dann immer gleich weiterverarbeiten kann. Aber die Bakterien sind tot, der Käse ist tot und er fängt dann in dem Sinne, wenn er fertig ist, an zu verwesen oder zu vergammeln. Anders bei den Rohmilchkäsen. Rohmilchkäse sind lebendig, ich habe Geschmackswunder, ich habe Geschmacksentwicklung in diesem Käse und diese Käse sterben eigentlich in dem Sinne nicht. Man kann es mit einem richtigen natürlichen Bio-Apfel vergleichen. Der hat in dem Sinne auch kein Verfallsdatum, sondern man muss für sich selber ermessen, wann mag man ihn, wann ist er reif, wann ist er perfekt gereift, wann ist er überreif. Manchmal ist auch eine Faszination in der Überreife. Und bei den Käsen genauso. Es gibt manchmal diesen ganz perfekten Punkt, wo man sagt, jetzt ist er auf den Punkt gereift. Manchmal ist gerade dieses sehr reife, dieses sehr würzige, großartig für den einen oder anderen Genießer. Und manche mögen es nur ganz frisch und ganz lebendig. Es gilt auf alle Fälle einmal zu
probieren. Und einen der faszinierendsten Käse, wo ich finde, wo man es greifen, wo man es verstehen, wo man es eben auch für sich selber annektieren kann, ist so ein eigentlich vermutlich banal wirkender Käse wie ein Camembert. Versuchen, einen Camembert aus einer industriellen Produktion zu kaufen. Und wenn man dann versucht, so einen richtigen Rohmilch-Camembert, davon gibt es nicht mehr ganz so viel. Es gibt im ganzen Jahr nur um die 20.000 richtig traditionelle Rohmilch-Camemberts, weil es nur noch ein paar Höfe gibt, die in der Normandie diesen Käse traditionell produzieren dürfen. Und wenn man diese beiden nebeneinander probiert, dann hat man schon allein vom Geruch, vom Geschmack eine unglaubliche Aromenunterscheidung. Und wenn man den dann vielleicht auch 2 Wochen liegen lässt im Kühlschrank, einfach in Backpapier oder in Pergamentpapier eingepackt, so lagert man Käse in der Regel am besten, dann sieht man, was eben mit dem einen Käse und was mit dem anderen Käse passiert. Und dann fängt man an, Rohmilchkäse und Natürlichkeit zu verstehen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de